Also sie würden im Grunde genommen hier sitzen und plötzlich wird es eigentlich nur noch Platsche. Also es wird nur noch runterhauen. An was würden Sie als erstes denken? Ich kann Sie nicht sagen. Wie werde ich wieder trocken? Wie werden Sie wieder trocken? Ja. Ich kann Ihnen sagen, wie schaffen wir ganz schnell jetzt den Tisch ein. Ich sage Ihnen trocken, ja. Und Sie würden, glaube ich, auf sich am allerwenigsten. Genau, stimmt. Stimmt's? Stimmt, genau. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also, das ist nämlich ein Mann, der selbst beim Billardspielen auf Menschen, die das nicht so beherrschen wie er, in ganz besonderer Weise Rücksicht nimmt. Also das nicht, kann ich nur bestätigen. Nicht nur bei dem Tisch, sondern im Grunde genommen, ich habe dann einfach irgendwann einmal so das Gefühl, wenn ich mal ein Spiel gewinne gegen ihn, habe ich jetzt gewonnen oder hat er mir es nicht gut gemeint? Wirklich. Okay. Ne? Also das ist von daher, Billard ist das eine, aber ich denke, im richtigen Leben ist das anders. Ne? Bisschen anders. Da kann es nämlich auch ein bisschen nachteilig werden. Und wenn man dann so ein Kind hat, und ein Kind, das will ja auch dann unheimlich umsorgt wäre, und der weiß bestimmt ganz genau beim Papa, wo er draufdrücken muss, damit genau an der Stelle das passiert, was er dann möchte. Ne? Aber das darf man. Glaube ich, oder? Gehört zum Leben dazu, oder? Was macht er jetzt gerade? Was er macht bei der Tagesmutter, jetzt halt die Zeit. Mhm. Okay. Und das ist halt der ganze Tag dann, wenn ich dann abends komme. Mhm. Ja. Oder ist er aber schon länger, die kennt er ganz gut. Die kennt er von der Seite der Welt ist. Ja? Ja. Ah, ja. Die Patentante hat es der Tagesmutter. Er kann ja vielleicht sogar mal ein schöner Gruß loswerden an die Patentante. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wie heißt die? Heike Müller. Ist die von Niedersinde? Sie kennen sie genau. Ah ja. Dann will ich auch schöner Gruß loswerden. Dann war schöner Gruß, Heike, an dich. Hallo. Ich hoffe, Steven geht's gut und hier läuft alles. Alles gut, ne? Alles gut, ja. Ab und zu mal ein bisschen Regen, ab und zu müssen wir auch mal die Tische rein und wieder raus. Aber ansonsten ist eigentlich alles im grünen Bereich. Genau. Stimmt's? Ja. Alles im Blicklich. Mhm. Genau, aber Sie haben neben sich jemand sitzen, die Frau Zemke. Zemke, das ist eigentlich ein Name, den hat man hier in der Gegend ja ganz, ganz selten. Ah ja? Ich kenne das. Also Zemke war mir überhaupt kein Begriff. Wo kommt das her, der Name? Also mein Schwiegervater ist aus Richtung Pommern. Der kam wegen der Liebe hierher. Wie so oft? Ja. Wie so oft. Wie so. Aha, und okay. Ja, bei meinem Mann und bei mir war es genauso. Ah ja, aha. Und Sie sind beide jetzt hier aus der Gegend? Der Leischweiler Fürsten. Ja, ah ja. Mhm. Ihr Mann stammt auch aus Eschweiler. Ja, genau. Ich auch aus Rothalten. Ah ja, dann sind Sie diejenige, die im Grunde genommen dann so ein bisschen zugereist ist. Genau. Mhm. Und jetzt mit der Rodalber und Thaleischweiler, da gab es ja immer so ein bisschen Spannung. Also die haben dann auch immer gesagt, er hat einen Hundsfresser, glaube ich. War das so? Ja, das sagt man ja ganz früher. Das lässt sich mittlerweile. Ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so ähnlich. Die ältere Generation, aber die Jungen machen sich da nicht so viel draus. Ah ja, aha. Mehr hat sich gelohnt. Jetzt ist neben der Frau Zemke haben wir jetzt am Tisch noch die Frau Sevelier. Und die Frau Sevelier ist eine Frau, die man nur bewundern kann. Aber nicht nur wir bewundern die, sondern eigentlich, man kann schon sagen, eigentlich, der ganze Staat kann stolz sein auf sie. Sie ist nämlich ausgezeichnet worden mit dem Bürgerpreis. Ja. Einerseits, aber das war auch nur der erste Akt. Der zweite Akt war dann ging es eben weiter, nach dieser Auszeichnung fürs Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz. Bundesverdienstkreuz, ja. Weil die Frau Sevelier schon ganz, ganz vieles gemacht hat, Hilfen organisiert für die Türkei, für Ausländer ganz viel gemacht hat. Aber auch für deutsche Kinder. Überall dort, wo Hilfe gebraucht wird, ja, da ist die Frau Sevelier. Ich habe versucht halt immer mischen. Nicht nur Ausländer, Ausländer, Deutsche, auch Behinderte, alles mischen. Genau. Ja. Mhm. Genau. Und genau das ist im Grunde genommen auch das, was Sie im Grunde genommen auszeichnen, wo Sie dann auch Vorbild sind. Und neben der Mutter-Kind-Gruppe gibt es dann auch noch dieses 6G, wo es auch um gesunde Ernährung geht. Ja.
weil wir ja heute ganz oft noch viele Kinder haben, die sich wenig bewegen, nicht wirklich gesund essen und all diese Dinge. Das macht dann Frau Da ist die Frau Wattley dann mit von der Partie, aber da kann sie vielleicht selber was zu sagen. Wenn sie Pferde sieht, die ist ganz brav und sie will nicht mehr fort. Ja. Sie ist total weg mit Pferden. Frau Sebelier, also was ich immer wieder feststelle, das ist, wir haben gestern auch Leute getroffen, die haben gesagt, also die Frau hat gesagt, so wie sie angenommen wird in dieser Mutter-Kind-Gruppe, da ist ihr Kind, ihr Sohn, überhaupt nicht auffällig. Dann ist der völlig normal, wenn er in andere Bereiche auftritt, in die Schule oder wo auch immer. Ja. Und dann kommen überall Meldungen, dass er auffällig ist, dass es nicht so wahnsinnig gut läuft. Aber in dieser Mutter-Kind-Gruppe fühlt er sich super wohl und es ist das bravste Kind, das man sich überhaupt vorstellen kann. Richtig, das freut uns immer. Genau. Ja. Aber Pakt für Pirmasens hat auch sogenannte Partnerprojekte. Mhm. Das hat man dann insbesondere ganz gern.